Was mir natürlich als Mama mit großem Stolz erfüllt, ist, dass sie meinen Blog Freude im Alltag als ihre Grundlage hergenommen hat und das mit Freude an der Gastronomie einfach erweitert hat. Freude im Alltag versucht mit möglichst einfachsten Mitteln darzustellen, wie man mit kleinen Möglichkeiten Freude erleben kann, die jeder hat, die nichts kosten, die nichts Aufregendes sind und die man eigentlich eh weiß, nur sind sie oft ein bisschen verschüttet, sind sie oft ein bisschen im Hintergrund. Mein Name ist Theresa Gappmeier und die Gastronomie ist meine große Leidenschaft. Ich habe unterschiedlichste Menschen befragt, die auch diese Freude verspüren bzw. erleben. Hallo, grüß euch. Ich bin der David, bin 20 Jahre alt und Koch aus Leidenschaft. Das Kochen ist für mich persönlich eine Inspiration. Frei sein, seine Kreativität freien Lauf lassen. Wenn ich hinter dem Herd stehe, blühe ich auf, kann ich selbst sein und das so auf den Tellern präsentieren. Doch wenn du dir selbst Ziele setzt und dann am Ende in den Spiegel blickst, dein Bestes gegeben und sie umgesetzt hast, mach dich das glücklich und erlebst Freude. Und der Umgang mit den Leuten ist es einfach, weil es auch lustig ist und abwechslungsreich vor allem. Gell? Also du hast nicht jeden Tag so die gleiche Arbeit, es ist halt immer was anderes. Ja, meine Eltern sind schon ein Vorbild für mich. Vor allem mein Papa, weil ich habe das als kleines Kind hab ich schon bewundert, wie er die kompletten Sachen so macht. Ja, ich habe oft schon darüber nachgedacht, dass ich den Betrieb übernehmen werde und ich bin eigentlich so der fixen Überzeugung, dass ich das machen werde. Ja, die Gastronomie ist auf alle Fälle eine der spannendsten Felder, sehr abwechslungsreich. Man hat mit Leuten zum Tun, jeder Tag ist anders. Man kriegt aber natürlich auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen zurück. Und also von daher ist, glaube ich, die Gastronomie einfach eins, wo man sich gern bewegt und sich gut verwirklichen kann in jeder Art und Weise. Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen und habe es eigentlich von klein auf kennengelernt und eigentlich auch geliebt. Darum habe ich dann auch den Beruf gewählt. Ich habe mich sogar jetzt einmal gefragt im Nachhinein, hast was anderes gelernt, weiß gern was anderes waren, aber mir war kein Beruf eingefallen, den ich lieber mache. Ja, und dadurch macht es aber auch Spaß. Und dann ist man aber auch leistungsfähiger, wenn man den Beruf will, den man gern tut, weil dann geht es einfach leicht von der Hand. Ich erlebe Freude an der Gastronomie, weil es so vielseitig ist und weil man sie immer wieder neu erfinden kann. Weil man so viele verschiedene Sachen machen kann und ja, weil es einfach cool ist. Freude in der Gastronomie ist für mich ganz extrem erlebbar. Und zwar, weil es im Grunde eine Branche ist, die für mich wie keine andere so flexibel und herausfordernd ist. Das heißt, jeden Tag aufs Neue ist man mit Menschen in Berührung und ist mit Menschen auch in der Arbeit. Und was es jetzt so schön macht, hat eigentlich nur eine Aufgabe und das ist, den jeweiligen Gast glücklich zu machen. Nein, es ist schön. Also es macht wirklich Spaß. Gastronomie ist eigentlich, dass man sich mit Leuten auseinandersetzt, dass es Spaß macht. Man geht auf den Gast ein, auf die Leute ein und kriegt dann eigentlich wieder sehr viel Druck. Es gibt schwierige Tage in der Gastronomie, aber auch sehr schöne. Die schönen Tage überwiegen natürlich und es freut mich dann jedes Mal, wenn ich nette und zufriedene Gesichter von meinen Mitarbeitern sehe, wenn ich Gäste sehe, die immer wiederkommen, die schon Freunde des Hauses Gamswirt sind. Man entwickelt sich persönlich, denke ich, auch sehr viel weiter, weil man dementsprechend für andere Persönlichkeiten kennenlernt. Die Gedanken doch, die sind schon immer positiv gewesen. Wir haben uns da nie irgendwie herunterziehen lassen, sondern haben immer nach vorne geschaut. Das ist ein Geheimnis, dass man so lange Spaß dran hat. Man muss sich auch herausnehmen, man muss auch Freizeit lieben und vor allem auch leben. Das Wichtige ist immer, dass uns allen, die da in der Gastronomie arbeiten,
dass wir wissen, wer unser Dienstgeber ist, und das ist unser Gast. Und wenn man auf das eingeht, dann glaube ich, kann man viel Freude daran haben, weil man kriegt viel von Gästen auch Positives. Die Gastronomie ist viel besser als ihr Ruf. Ich habe mich bereits für diesen Weg entschieden. Würde immer wieder, und vielleicht entscheidet sich der eine oder andere. Ich kann jeden nur motivieren, sich auch für diesen Weg zu entscheiden. Er ist einfach nur schön.